Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Bus Simulator 2013. Ich bin schon auf dem Weg zu unserer ersten Haltestelle. Ich bin beim Busdepot gestartet. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt auf dem Weg. Und wir fahren nicht. Upsa. Wie letzte Folge gesagt, die Rücktour, weil bei mir die ganze Zeit abstürzt. Sondern wir fahren jetzt hier eine komplett neue Tour. Die jetzt, ich kann es euch mal kurz zeigen, die jetzt von hier nach so, nach da führt. Und wenn dann alles gut läuft, fahren wir von dort unsere Rücktour. Also, uah. Also ich hoffe zumindest, dass es dann klappt. Oh, rot. Okay, wir sehen die Ampel noch. Alles cool. Nichts passiert. Okay, grün. Wunderbar. Ich sollte mich vielleicht mehr aufs Fahren konzentrieren, anstatt hier einfach mal Scheiße zu machen. Passiert mal. Aber natürlich sollte es nicht so oft passieren. So. Und wir fahren nicht so wie letztes Mal diesen kleinen Bus, sondern wir fahren heute unseren schönen Ziehharmonika, wie ihr hier seht, mit an dem im Spiegel. Ja, sicher. So. Alles gut? Hallo. Lass mich mal weiterfahren. Ah. Komm jetzt. Hallo. Der soll mich mal weiterfahren lassen. Ja, sei dich. So, jetzt. Oh, mein. Also wirklich, die Straßen hier für Ziehharmonika sind echt viel zu eng. Ohne Witz jetzt. So. Die Kurve haben wir aber erfolgreich gemeistert. Hat er gerade ASR geblinkt? Wow, habe ich mal wieder nicht aufgepasst. Seht ihr mal, was da was passieren kann, wenn man nicht aufpasst. So. Ach, ASR ist, glaube ich, die... Oh, ich habe Führerschein, ich müsste es eigentlich wissen. ASR ist doch die Räderblockierung, glaube ich, wenn man zu fest bremst. Oh, Auto. Auto, klasse. Mein Gott, heute bin ich ja wieder noobig drauf. So. Oh, was war das? Okay, so, jetzt können wir wieder fahren. Das ist noch nicht unsere Anfangshaltestelle hier, sondern das ist irgendeine andere. So, Zebrastreifen lassen wir natürlich rüber. Ich muss aber hier oben auch immer aufs Navi gucken, weil ich nicht richtig weiß, wo wir hin müssen. Ja, komm. Ich geb dir die Vorfahrt, dass du rausfahren kannst. Willst du nicht? Okay, dann versuche ich hier mal rumzukommen, ohne das Auto zu streifen. Was jetzt natürlich nicht klappt. Ah, fuck. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu spät. Habe ich da... so eingelenkt. Weil so reicht's. Gerade so. Oh. Oh. Oh, haben wir ein bisschen Stau verursacht. What? Was war das jetzt? Also, ich muss sagen, für die ganzen Busse hier, egal für welchen, sind die Straßen hier zu eng. Liebe Astragon. Liebes... Oh.
Bitte. Oh, das ist super. Hab ich das nicht gesehen? Mach doch mal die Straßen breiter. Bei Bus Simulator 2014 oder 15. Bitte mach die Straßen breiter. Zone. Okay, da hinten ist auch schon unsere Starthaltestelle. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht so lange warten müssen. So. Oh, die ist ja ganz da hinten. Deshalb gucke ich mal, dass ich hier recht gut an den Bordstein hinfahre. So. Nächste Haltestelle. Verfrühung 5 Minuten. Ah, das geht. So. Machen wir so. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Oh, Verfrühung 3 Minuten. Hi. 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 Hallo. Einmal. Sehr unfreundlich. Wirklich, muss ich sagen. Geht ja mal gar nicht. Invalide. Tata. Warum gibt die mir... Das verstehe ich nicht. Egal. Oh, habe ich das Falsche gedruckt? Ups. Ach, das hier. Tut mir leid. Habe ich dir das Falsche gedruckt? Bitteschön. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Ich hätte gern ein Ticket. Aber sicher doch. Normal. 2 Euro hat er uns gegeben. Kriegst du 20 Cent raus. Halt, 20 Cent. So. Also Gastin macht wirklich Spaß. Was lustig ist, immer hin und her zu wechseln. Ups. Rentner. Und ich habe mal gelesen, wo ich das Spiel noch nicht gespielt habe, habe ich das gelesen, dass man irgendwie nach einer Fahrt Kassenabschluss machen kann. Wenn ich zum Beispiel jetzt durch das falsch gedruckte, dass ich da zum Beispiel das jetzt stornieren hätte müssen. Und keine Ahnung was. Und das dann, was mir natürlich so ein bisschen fehlt, ist natürlich irgendwie so das Geld, was man so bei einem hat. Also ich sag mal, durch die Fahrgäste, wo da halt ein Ticket kaufen, dass man halt dieses Geld für die Fahrt irgendwie bekommt, um irgendwas zum Beispiel Geld kriegt, was, keine Ahnung, zum Beispiel neue Busausrüstung oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Deshalb fehlt mir das hier so ein bisschen, weil das bei den alten Bus-Simulatoren immer dabei war. Und man kann ja nicht immer alles haben. Guck, das meine ich. Wie soll man hier mit dem Ziehharmonika rumkommen? Das ist unmöglich. Unmöglich, wirklich. Das ist nicht machbar. Ja, wie lange brauchst du noch? 2, 1. So. Seht ihr mal, wie weit ich da auf den Bordstein haben müssen. Dass ich... Ich war dem Fahrzeug nur ganz knapp... ganz knapp vorbei bin ich da halt gefahren. Oha. Der schwenkt aber weit aus. Muss ich gucken, dass das so alles passt. Ja, wunderbar. So. Machen wir mal einen großen Bogen. Ja, nicht zu groß. Wow, 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 wow. Und ich hoffe jetzt mal... Stromkasten. Ja. Ich hoffe jetzt mal, dass... das Spiel bitte nicht abstürzt. Weil
Das wäre jetzt ziemlich unpassend. Weil ich habe jetzt mal versucht, ich nehme jetzt nicht mehr mit Fraps auf, sondern ich habe mal versucht, hier mit Camtasia nehme ich mal das Ganze jetzt mal auf. Weil da steigen aber viele aus. Um einfach mal zu gucken, ob es vielleicht an Fraps liegt. Und ich glaube wirklich, dass es an Fraps liegt. Dass es das Spiel zum Absturz bringt. Also, wie gesagt, ich glaube, dass hier Fraps meinen Bus-Simulator zum Absturz bringt. Deshalb werde ich jetzt, glaube ich, in Zukunft hier Camtasia verwenden. Weil das scheint ja besser zu laufen, denn ich merke keine Ruckler und es stürzt nicht ab. Nächste Haltestelle, Meruahstraße. Aber ich will jetzt natürlich nicht zu großmaulig sein. Das ist dann irgendwie Absturz oder so. Oder Absturz, das will ich natürlich nicht. Aber dann könnten wir natürlich auch in der nächsten Folge, schreibt einfach mal unten in die Kommentare, wenn jetzt das Spiel nicht abstürzt, ob wir dann die Rücktour machen sollen. Ob ich das jetzt für euch dann noch fahren soll. Ihr könnt einfach unten reinschreiben. Ihr seht ja auch die Touren. Habe ich glaube, bei der ersten Folge seht ihr die. Und dann können wir einfach schreiben, welche Tour ihr machen wollt. Ich kann auch, wenn ich das Spiel starte, kann ich auch immer die Uhrzeit umändern. Ihr könnt auch reinschreiben, dass ich mal eine Nachtfahrt machen soll, weil das ist auch ziemlich cool. Oh, cool war denn das? Ah, okay. Hallo, ja. Hallo, hallo. Kommst du auch noch? Eine Fahrt, bitte. Ja, kein Problem. Ich habe ja noch Verfrühung. Hätte ich Verspätung? Nein, so. Hätte ich Verspätung zum Beispiel jetzt. Ah, da kommt noch einer. Fuck. Sorry, aber ich habe nur Bargeld. Okay, passt. Wie viel kriegt er zurück? 18. 50. Ja, wie viel kommen da noch, bitte? Morgen. Hallo? Morgen. Ja, morgen. So. Müssen wir mal wieder warten. Kein Problem. Müssen wir den Sound ein bisschen leiser machen. So, schon besser. Ja. Rote Ampeln, wir lieben es alle. Oh, hinter uns steht ein Bus. Die haben immer noch grün. Willst du mich verarschen? Jetzt kriegen sie rot. So. Der blaue zieht jetzt wahrscheinlich an uns vorbei. Oder auch nicht. Nächste Haltestelle. Also, ihr seht oben links an der oder neben der Geschwindigkeitsanzeige so ein kleines Haltestellenzeichen. Das bedeutet, dass hier an der nächsten Haltestelle jemand aussteigen möchte. Also sozusagen hier dieser Wagen-Held-Button. Finde ich recht cool. So. Dort bin ich immer ein wenig. Ein Rentner. Heute sind noch viele Rentner unterwegs. So. Bekommst du noch 50 Cent? Bitteschön. Alle ausgestiegen. Wunderbar. Weiter geht's. Also ich blende hier für euch die Maus hier. Blende ich für euch in der Fahrt immer aus. Denn ich finde es auch nicht so schön, wenn da plötzlich ein Bild so eine Maus ist. Rot, rot, rot. Wir haben rot. Fast hätte ich schon wieder überschwätzt. Oh mein Gott. Julian, konzentrier dich mehr aufs Fahren. Ich beim Echten auch so. Da schwätze ich viel zu viel. So. Türfreigabe und... Achso, niemand möchte aussteigen. Eins,
Einmal normal, aber sicher doch. So, 8, 20, bitteschön. Mein Gott, wie viele Leute wollen dein Ticket? Hi. Hallo, hallo. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Ja, komm, geht nach hinten. Okay. Gerade wollte ich beschleunigen. Gerade eben. Was ist mit dem los? Oder mit der? Die hängt da fest. Ja. Beweg dich halt. Jetzt habe ich eine Verspätung. Ach du Kacke. Jetzt mach hinne, ich sehe doch da hinten, da, dass es noch grün ist. Jetzt wird's gelb. Jawohl. Nee, die bewegt, lässt sich nicht bewegen. So, immer schön einen Schulterblick machen. Sehr wichtig. Oh, okay, gut. Okay, hier war ich, glaub, noch... Ach doch! Ja, hier sind wir vorhin, glaub, abgebogen. Oder täusche ich mich da? Oh, shit, da war eine Haltestelle. Nächste Haltestelle, Vogtstraße. Es gibt es nicht, was ich alles überlabere. Gibt es jetzt wieder Ärger von der Gewerkschaft? Schon wieder eine Haltestelle verpasst. Nicht, dass die mich irgendwann noch feuern. Aber die Frau steht da immer noch, oder? Na, die ist schon ein bisschen weitergelaufen. So, alles klar. Wir liegen gut im Zeitplan, anscheinend. Scheint mir so. Oh. Also wir haben keine Verspätung, keine Verfrühung. Hier kommt die Gelb. Ja. Wunderbar. Jetzt aber nicht eine Haltestelle überlabern. Julian, keine Haltestelle überlabern. Oh, das ist ein Auto. Ach du Kacke. Nein, da kommt jetzt eins. Ja, komm, fahr vorbei. Weil ich... Oha. Das sah ja mal geil aus. Auch wenn es ein Unfall war. Oh Gott, ach Gott. Mach mal lieber die Haltestelle Bremse rein. Nicht, dass uns doch irgendwas passiert. Ich meine, die könnten wir im Rückwärtsgang so. Ah! Oh Gott, also ich entschuldige mich schon mal für die ganzen Unfälle hier. Aber ich kann es halt einfach nicht. Und wenn ich so in echt fahren würde, oh mein Gott. Lieber nicht. Fahrt lieber nicht bei mir mit. So. Türfreigabe ist keine. Einsteigen möchte jemand. Sorry, aber ich habe nur Bargeld. Ja, was soll's schon? Ich habe eine Kreditkarte. Geht bei mir leider nicht. Mädchen. So. Und ich kann ja schon mal sagen, dass es eine Karte, bitte. Bei uns
demnächst hier. Das Video müsste eigentlich schon draußen sein. Ein Weihnachts-Special geben wird. Hier nur noch immer. Das ist nämlich das Abo- und Community-Projekt. Schaut einfach mal rein, das Video. Wenn es euch gefällt, lasst einen Kommentar. Würde mich und uns natürlich sehr freuen. Wir nehmen uns dafür Zeit für euch. Hier jetzt in unserer mit der Schule noch jetzt vor den Sommerferien. Ja klar, vor den Weihnachtsferien. Sorry, aber ich habe nur Bargeld. Weil da wird's eigentlich nochmal stressig. Aber ja. Also ich habe sowieso eh so gut wie immer Zeit. Da liegt nichts Problem. Sondern müssen links. Nächste Haltestelle. Wir wollen mit euch zusammen ein schönes Weihnachtsprojekt machen und sogar aufnehmen. Falls ihr interessiert seid, einfach einen Comment da lassen. So. Button jetzt. So, der hat eine Zahl oben drauf. So, hier muss ich jetzt aber warten. Warten! Weil das wird hier ziemlich knapp. So. Alles klar, jetzt können wir weiterfahren. Puh. Also mit dem Ziehharmonika ist das gar nicht mal so einfach, wie ich gedacht habe. Das ist ja auch mal eine geile Haltestelle hier. Also sowas gibt es bei uns eigentlich so gut wie nicht mehr. Also so Haltestellen mitten auf der Straße. Bei uns gibt es eigentlich nur noch so Buchten. Haltestelle Buchten. Nächste Haltestelle, Elsterwerder Damm. Alles klar, Elsterwerder Damm. Jetzt wissen wir es. Ich finde das ganze System, also ja, es laufen viel zu viele Personen hier rum, obwohl das eigentlich gut ist, aber die sollten wahrscheinlich eher auf den Gehwegen rumlaufen, weil die ganze Zeit über die Straße, da gibt's Staus, da muss man immer anhalten und ja, ich finde es halt auch nicht so schön, wenn man dann immer hier um die Kurve kommt, anhalten muss oder wenn da ein Auto dran steht, also die NPC-Autos, die sind auch ziemlich, naja, sehr scheiße ja nicht, aber ein wenig blöd programmiert halt. Halt, jetzt habe ich das Falsche gedrückt. Hallo. Wir halten einfach mal ein bisschen früher an bei der Haltestelle, weil sonst müsste ich jetzt warten, bis die Ampel grün ist, die ganzen Autos weggefahren sind und nach. Ich halte jetzt einfach mal hier an. So, bitteschön. Zum Beispiel, die würden jetzt auch nicht fahren. Hi. Da hätte ich mich schon längst wieder aufgeregt. Bro. Ticket, bitte. Jawohl. Schick gekleidet. So, 20 Cent. Oh, meine 20 Cent gehen aus. So, Türe zu. Und die sind immer noch nicht losgefahren. Im Ernst jetzt. Sieh, deshalb habe ich mal die Haltestelle etwas früher genommen. Darf man ja. Man muss nicht genau bei dem Schild anhalten, sondern man muss um das Schild herum, also ein bisschen weiter da hinten, ein bisschen weiter davor, kann man anhalten. Das finde ich auch cool. Weil bei dem alten Bussimulator hat man genau immer an einer Stelle anhalten müssen. Das ist halt auch scheiße. Wenn du halt mal zu schnell bist. Ja, gut. Kannst du ja auch nichts machen. Warum drücke ich eigentlich die ganze Zeit mal, wenn man die Haltestelle kommen soll?
Oh, ich bin müde. Denn jetzt ist es 9 Uhr morgens.